Alright Leute, was geht ab? So, heute mache ich dieses Rückenprojekt fertig. Ist auch mal ganz cool zu sehen, wie das teilweise schon abgeheilt ist. Da haben wir letzte Woche angefangen. Und weil einige Leute schon mal bei uns in die Kommentare geschrieben haben, dass die gerne mal so ein Rosentutorial hätten. Das heißt, wo ich mal erkläre, wie ich eine Rose tätowiere. Zeige ich euch das heute. Den Rosen letztes Mal hier schon habe ich die Outlines gezogen. Dazu werde ich aber später auf jeden Fall noch was sagen. Die habe ich mit einem sehr hellen Farbton einfach mir vorgeleint. Das ist zum Beispiel auch mal ganz interessant für Leute zu sehen. Ich werde ganz oft gefragt, so, ey Franz, was mache ich denn, wenn der Kunde es nicht schafft, die Session durchzuziehen? Oder was ist, wenn ich abbrechen muss? Dann sieht das Ganze so aus. Ja, dann nehme ich mir einen hellen Farbton und ziehe mir so ganz dünn feine Linien vor, dass ich es jetzt das nächste Mal wieder ausmalen kann. Aber ich muss sagen, das geht auch bedingt nur bei manchen Tätowierungen. Das geht jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das irgendwie bei so einem Porträt machen würde. Da sind ja keine Linien irgendwie vorhanden innerhalb des Gesichts. Also bei sowas kann man das nicht machen. Ja, das ist auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Aber ja, schauen wir mal. Werde ich euch auf jeden Fall ein paar Tipps geben und zeigen, wie man das macht. Und auf jeden Fall werdet ihr später sehen, wie der Rücken, außer natürlich das Stück oben, das werden wir heute nicht machen, aber wie dieses Bild heute fertig ausschauen wird. Da habe ich richtig Bock drauf. Nussretter. Was denn da? Braucht das was? Gar nicht drauf. Man muss da abwaschen. Das kannst du mal machen. Ja. Wenn du Befehle geben hier in der Küche, Alter. Feuer spucken! Hast du schon Zimt rein? Mach ich jetzt gleich. Ja, genau, mach das ja genau. Mach ich auch mal so. Ich hab dir jetzt mal pro forma einen kleineren Teller gemacht. Ja, yeah, okay. Dachte, ja, okay. Hier, bin jetzt vor kurzem, sind wir auch auf TikTok aktiv und das Witzige ist, was zieht natürlich immer, was das erste Video, was richtig viral geht. Seit gestern 44.000 Aufrufe. Möpse. Ist ja klar. Da sind ja auch nur 14-Jährige auf TikTok überwiegend, oder? Auf jeden Fall mal TikTok auschecken bei uns. Die gehen voll ab. Gib dir das mal, da sitzt in seinem Kinderzimmer. Das ist für den wie ein Softporno. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe mir vom letzten Mal hier ein bisschen meine Rose, mein Motiv vorgeleint. Ich nehme generell eigentlich immer zum Tätowieren immer echte Fotos, vielleicht auch ganz interessant. Ich nehme, weil du musst auch auf jeden Fall darauf achten, wenn du ein geiles Tattoo machen willst, dann muss die Vorlage einfach schon vorher 100% on fleek sein. Ich fotografiere immer von echten Fotos, auch wenn ich irgendwie Frauengesichter tätowiere, ich mache meine eigenen Fotos und dass auch am Ende wirklich was Uniques dabei rauskommt. Jetzt habe ich hier auch ein Foto von einer anderen Rose gehabt. Ich habe das natürlich mit Photoshop und so vorher bearbeitet, dass es für mich gepasst hat. Die Kontraste müssen vorher stimmen und so weiter und so fort. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe meine Maschine etwas langsamer eingestellt, als ich es beim Leinen normalerweise tue. Ich habe eine Soft Edge Magnum, die ich benutze, weil ich mit der sehr schön weich schattieren kann. Und generell kann ich sagen, ich arbeite mir eigentlich immer ein bisschen so von dunklen Stellen zu den helleren hin. Also ich schaffe mir erstmal an manchen Stellen, wo ich von vornherein definitiv erkennen kann, dass die dunkel sind, die arbeite ich mir direkt schon mal heraus, weil sich dann, sage ich mal, die hellen Stellen besser abzeichnen. Und gerade eine Rose, die soll ja im Optimalfall im Gesamten ziemlich hell erscheinen. Und deswegen eignet sich es für mich auf jeden Fall so, dass ich erstmal, wie gesagt, mir die dunklen Parts raushole. Das Coole an so einer Magnum ist, dass ich halt mit so einer Magnumnadel auch immer noch mal schön ein bisschen die Linien quasi nachfahren kann. Kann ich eben schön wirklich gute Kanten auch damit machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, generell so ein bisschen schon mal hier diese unteren Schatten gemacht. Was ganz wichtig ist bei einer Rose zu beachten ist, und zwar muss man halt auch echt gucken, das Blatt wirft
Ja, also das zum Beispiel, und drunter ist ein Schatten, den der von diesem Blatt auf das andere Blatt geworfen wird. Und was sind Schatten, die quasi die Rundungen oder die Dreidimensionalität eines Blattes darstellen? Das muss man halt vorher echt mal ein bisschen gucken und auch ganz darauf achten, schon beim Stencil-Zeichen, was man sich da einzeichnet. Also wie gesagt, ich mache mir das immer so, dass ich halt, dass ich diese Abteilung der Blätter schön erkenne. Das mache ich halt eben durch diese dunkleren Kontraste. Und danach gehe ich wirklich mit einer sehr hellen Farbe dann rein und schattiere dann die quasi diese Rundungen der Blätter der Einzelnen. Und ich mache das halt eben so, dass die wirklich schön so dreidimensional, auch deswegen liebe ich immer Rosen, die so eher eckiger sind, weil die kriegen dann am Ende so ein schön aufgefächertes Bild. Bei Rosen ist ganz, ganz wichtig, ich sehe immer zu viele Rosen, die viel zu dunkel tätowiert sind, also dass halt der Kontrast passt und dass die halt wirklich im Großen und Ganzen einfach nicht zu dunkel ausschauen, sonst, ja, Rosen sind ja in der Regel meistens einfach hell. Sehen kann. Ich habe jetzt auch eine kleinere Nadel drin für die Feinheiten in der Mitte. Ich arbeite mich auch generell immer erst so von diesen größeren Blättern außen hier ins Innere. Und es ist halt auf jeden Fall ganz wichtig, dass man von Beginn an generell einfach schon ein Motiv, ein Rosenmotiv auswählt, wo man diese inneren, diese ganz feinen Blätter sehr gut erkennen kann. Weil das ist das, was am Ende eigentlich auch am meisten so ins Auge sticht. Du kannst am Ende die Rose so schön tätowiert haben, wie du willst, aber wenn es dann am Innen zu zerflattert ist oder zu klein, dass du es einfach nicht mehr richtig gut hinbekommst oder wenn nach dem Abheilen komisch ausschaut, dann sieht das ganze Bild von der Rose scheiße aus. Und ja, aber worauf man, eine ganz wichtige Sache noch, worauf man sich bei einer Rose, wovon man sich nie so verunsicher lassen sollte, wenn man das sticht ist, das sieht jetzt alles sehr rot aus und man fragt sich manchmal so, ey, wie wird das am Ende ausschauen? Aber wie gesagt, ich betone das nochmal, man will ja, dass am Ende eine Rose auch wirklich sehr, sehr hell ausschaut. Und das ist halt natürlich so ein Punkt, was die Erfahrung einfach bringt. Wenn man länger tätowiert, dann kann man das einfach schon mehr abschätzen und man weiß, wie das am Ende quasi abgeheilt ausschauen wird. Aber ich komme jetzt auch echt ziemlich gerade durch. Wie lange mache ich jetzt? Keine Stunde. So, gut, die Outline ist zwar schon da, aber ja, da komme ich sehr gut durch. Ich werde dann danach auf jeden Fall noch einen Schatten, von dem die Rose wirft, auf diesen Banner unten machen. Da sieht es richtig schön echt aus. Das gleiche werde ich hier drüben auch noch machen, dass quasi diese Rosen auch wirklich so ausschauen, als ob die über dem Motiv sitzen. Und ja, was auf jeden Fall noch ein ganz wichtiges Thema ist, das werde ich danach noch erklären, und zwar diese, nicht die Blüten der Rose, sondern quasi diese Blätter an der Seite. Das ist ein Thema, ich sehe das viel zu oft, das kann irgendwie keiner gescheit tätowieren, also viele. Da musst du mal selbst darauf achten, wenn du mal gestochene Rosen siehst, wie komisch diese Blätter an der Seite ausschauen bei vielen, wie so, keine Ahnung, wie so Brennnesseln oder Disteln oder keine Ahnung. Erkennt man das nochmal ganz gut, finde ich, mit dieser Rötung, was ich vorhin gesagt habe, dass das halt im Gesamten, hier zum Beispiel sieht man, der Part ist stark rot, aber ich habe da wirklich den hellsten Farbton von meinen 5 Farbtöpfen habe ich nur benutzt, da ist nichts Dunkleres drin oder so. Also wenn ich manchmal sehe, Leute, die da schon mittleren Farbton oder fast schwarzen Rose schattieren, das kann nichts werden. Ja? Also von daher, sich nicht abschrecken lassen von dieser Rötung. Manchmal macht es auch wirklich Sinn, erstmal immer mal ein bisschen Pause zu machen, ein bisschen Tattoo-Creme drauf zu machen, dann klingt das Ganze nämlich schon ab, wenn du dann mal irgendwie was zwischendrin gegessen hast, Kippe rauchen, innerhalb von einer halben Stunde klingt das meistens dann immer schon sehr gut ab und du wirst vielleicht später sehen, wenn wir komplett fertig sind, wird man generell schon sehen, dass die Rötung wieder einen ganzen Ticken weggegangen ist und dann kann man das besser abschätzen. Aber mit der Rose jetzt soweit bin ich bald durch. Was ich dann danach mache ist, ich werde dann danach so gewisse Kontrastpunkte, die für mich wichtig sind, noch ein bisschen nacharbeiten. Tatsächlich mit ein bisschen dunklerer Farbe, aber da ist es echt wichtig, sparsam mit umzugehen. Und danach werde ich dir zeigen, wie man diese grünen Blätter der Rose schattiert und wie ich auch diese Stacheln immer mache.
Wir machen jetzt die erste Pause. Ich habe jetzt soweit die Rose an sich eigentlich ziemlich fertig. Wie ich schon erwähnt habe, das ist jetzt halt sehr, sehr rot. Deswegen lasse ich jetzt über die Pause das auch ein bisschen abklingen. Dann wird man später schon mal einen Unterschied erkennen. Was ich tatsächlich jetzt als nächstes dann mache, sind die Blätter. Die werde ich gleich tätowieren und dann danach eben den dunklen Schatten dahinter setzen, weil dann kann ich auch nochmal einen besseren Blick mehr verschaffen, wie die Rose generell ausschaut. Und danach gucke ich mir das Gesamtbild nochmal an und schaue, ob ich vielleicht doch nochmal an manchen Stellen ein kleines bisschen Kontraste nachbessern muss. Und dann ist das erstmal fertig. Man muss generell beim Tätowieren oder auch bei so einer Rose oder so, man muss immer irgendwann mal checken, wann es genug ist. Weil viele, die überarbeiten einfach die Bilder viel zu arg, setzen teilweise auch Schatten rein, wo sie keine sehen. Das ist einer der größten Fehler, wenn du dir ein Motiv anguckst, ein Stencil, gerade im Realistic-Bereich, und du erkennst irgendwas nicht genau, dann lass es lieber weg, ja, also von den Schatten her. Tätowier das Bild lieber mit ein paar weniger Schatten, als mit Schatten, die du nicht erkennst und dann irgendwo Schatten reinsetzt, die eigentlich gar nicht wirklich da sind. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt so. Irgendwann muss man einfach checken, dass man das Bild nicht zu viel macht. Zum Beispiel gut erkennen tut man es jetzt hier an der Stelle. Das ist zum Beispiel alles sehr hell, sehr kontrastreich, aber dafür weiß ich auch, dass das über lange, lange Zeit, über viele Jahre, die Rose wirklich gut erkennbar sein wird. Also, ich mache jetzt wie gesagt weiter hier mit diesen Blättern. Die sind deswegen auch für eine Rose so wichtig, für den Look, weil die halt natürlich immer verhältnismäßig viel, viel dunkler werden als das. Und das ist das, was am Ende den Rosen den Kontrast gibt. Aber wie schon erwähnt, wenn eine Rose an sich so hell ist, dann muss natürlich irgendwas drumherum sein, ein dunkler Kontrast, dass das am Ende auch gut trotzdem stabil bleibt, das Bild. Ich zeige jetzt einfach mal, wie ich so ein Bild schattiere. Und zwar, es gibt bei so Rosenblättern mehrere Möglichkeiten. Manche Leute, die schattieren die so, dass sie da erstmal so Linien ziehen. Also quasi für diese Struktur auf dem Blatt, das mache ich jetzt in dem Fall, in dem Style nicht, sondern ich schattiere die generell nur und ich bringe auch da in das Blatt so eine Dreidimensionalität rein, das kann man dann gut erkennen. Ich schattiere das jetzt erstmal ein bisschen so oder grundiere das mit einem mittleren Farbton und dann gehe ich dann danach stückchenweise mit einem etwas dunkleren Farbton nochmal drüber. Das dann da gleich wirklich schön erkennen können. Oder auch jetzt gleich, ich mache das mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Was ich meine mit dem Dreidimensionalen des Blatts. Ich denke, man kann es jetzt schon ganz gut erkennen, worauf ich hinaus will. Und zwar sieht man hier, dass ich hier so eine schöne Biegung quasi auch wieder in diesem Blatt habe. Ich mache nicht jedes Blatt so, vielleicht mache ich ja manche Blätter ein bisschen gerader. Aber jetzt in dem Fall sind das dann auch zum Beispiel Punkte, wo diese Biegung ist. Das ist quasi da, wo die Kante des Blatts ist. Und da setze ich dann am Ende auch ein bisschen mit Weiß Highlights rein. Das ist mal ein voller wichtiger Tipp, den ich jetzt gebe, und zwar, ich weiß nicht, ob man das über die Kamera sieht, aber manchmal merkt man, dass die Farbe irgendwie nicht mehr so gescheit reingeht und so. Und einer der Gründe, warum das manchmal sein könnte, wäre, dass die Nadel vorne verklebt ist, verstopft ist. Das können jetzt irgendwie Haare sein oder von meinem Vlies, was ich zum Abwischen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn die Nadel vorne so verklebt ist, dann musst du die auf jeden Fall erstmal sauber machen. Im Wasser so kurz auswaschen und jetzt ganz, ganz wichtig, bevor ich diese Nadel jetzt irgendwie antatsche mit meinen Fingern, immer natürlich erst ausmachen, weil natürlich, wenn ich mich da steche, ein riesen Übertragungsrisiko von Krankheiten ist. Und jetzt ist das nass geworden, jetzt habe ich die schön abgedingt und jetzt ist es wieder sauber. Jetzt kann ich die Nadel wieder hier in meinen Freund reinrammen. Jetzt mache ich das Kreuz fertig. Schau mal dann da im Nachhinein, dass ich noch ein paar Schatten, die quasi die Rosen auf das Kreuz werfen. Da gucke ich mir dann gleich an, wo noch solche Stellen hin müssen, dass das so Sinn macht. Weil gerade wenn man so in Anführungszeichen realistisch tätowiert, muss das Ganze halt natürlich auch diese Schatten, die das werfen, auch irgendwie Sinn ergeben. Und das war's dann für heute erstmal. Aber ja, machen wir erstmal das Kreuz hier weiter. Aber
Auf jeden Fall sehr geil geworden, also das Hauptprojekt oder worum es eigentlich ging. Die Rose ist sehr fresh geworden, wie ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, also die Rötung geht immer mehr weg. Und ich muss es auch sagen, also bezüglich Highlights, ich gucke mir dann oft immer so das Bild an und schaue, ob es Sinn macht. Mit Highlights, mit weißen Stellen bin ich manchmal so ein bisschen vorsichtig oder geteilter Meinung, wo ich es wirklich immer mache, wo es halt in Stellen unbedingt rein muss, sind so bei Porträts, in die Augenlinsen und so weiter, um wirklich so diesen Glanz herauszuholen. Aber jetzt bei einer Rose oder so, sage ich ehrlich, wenn man die eigentlich geil tätowiert hat, dass der Kontrast an sich schon geil ausschaut, dann muss da nicht unbedingt weiß rein. Jetzt muss ich sagen, fürs erste Mal begnüge ich mich definitiv damit. Vor allem, wenn das Ganze auch abgeheilt ist, schaue ich mir das dann nochmal an. Wir machen bald jetzt oben noch ein Porträt hier oben hin. Und wenn der ganze Rücken fertig ist, dann gucke ich mir das vielleicht an, ob da unbedingt weiß rein muss. Aber eigentlich erkennt man die ganzen Sachen schon so wirklich gut, wie sie sein sollen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Und jetzt ist natürlich so, dass das Problem, wie es immer ist, wenn man Tätowierungen macht. Es geht mir selbst auch so. Umso mehr der Körper voll wird, umso leerer sehen halt dann die Stellen aus, die halt irgendwie nicht fertig sind. Deswegen, dass ich richtig 100% damit zufrieden bin, müssen wir definitiv noch die Session hier machen. Dann bearbeite ich die Bilder, die schon alt sind, noch ein kleines bisschen nach und dann sieht das alles wirklich richtig perfekt einfach aus am Ende. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was Hilfreiches mitnehmen aus diesem Video. Und ansonsten schreib uns doch einfach mal gerne in die Kommentare, was für dich als nächstes interessant wäre. Gibt es irgendwelche Motive oder irgendwelche Techniken, die dich interessieren würden? Wie gesagt, einfach in die Kommentare reinhauen. Und wenn du es bis jetzt noch nicht machst, auf jeden Fall unseren Channel abonnieren. Bis zum nächsten Mal.